Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Montagmorgen haben wir es zu Hause im Hof den 938 geladen. Der geht hier heute Morgen nach Saarbrücken. Hatte ich schon mal gesagt, da Edeka Markt irgendwas. Geht's da jetzt quasi los? Ich habe eben Sauberei gemacht. Ich habe versucht zu trinken. Gott sei Dank nur Wasser. Echt Wasser. ja. Vorne ist meine Ausfahrt oder unsere Ausfahrt. Ein Kollege ist dabei mit dem Werkzeug. Und jetzt staut sich hier. Eieiei, Karamba. Kommen wir hier raus und haben noch dann gute 2,5 Kilometer. Kreisel links fahre und dann haben wir auch schon einige Maschinen an die Asphaltmischanlage. Da haben wir auch schon einige Maschinen hin. So, mal vor bis an die nächste Ampelkreuzung und dann rechts ab. Dann müssten wir gucken in den Markt selbst. Ja, man denkt ja immer, oh geil, Marktplatz, Riesenparkplatz, aber Gegenteil ist der Fall, weil da wurde nebendran oder hinten dran wurde schon der neue Markt, der steht quasi schon. Hast halt nicht wirklich Platz da.
wir das machen. Ob wir rückwärts rein und dann. Alter. Rückwärts rein und dann abladen oder vielleicht sogar halt vorwärts rein. Sehen wir gleich. Wir fahren erstmal hingucken. So. Also richtig gemacht. Gut, wenn keiner kommt, geht es. Irgendwo auf der rechten Seite kommt der Markt. Thank you.
Ach, hey, hey, hey. Das reicht, das geht. Und heute Morgen. Jeder kommt und macht irgendwelche Bilder. Mal einen Gang reinmachen. Feierabend, aber ich heute Morgen von Unterbrücke nach Hause gefahren und dann war ich den ganzen Tag in der Werkstatt, habe Ersatzteile geholt für andere Fahrzeuge, habe an meinem Fahrzeug, unser Elektriker hat mir mal die Lichter gemacht, die nicht mehr gehen oder gingen. Ich habe immer noch einen Fehler drin, die rechte Seite wird manchmal dunkel, warum, wieso, weiß ich nicht. Sind wir noch am rausfinden, ja, wir haben jetzt wieder Lampe bestellt, wenn die da sind, werden wir die vielleicht noch tauschen. Haben wir halt gerade nicht vorrätig. Wie gesagt, ich habe immer noch keinen Feierabend, das ist jetzt 20 vor 4, ich darf jetzt LKWs in die Werkstatt fahren. Oder einen LKW in die Werkstatt fahren, der wird da quasi abgedrückt oder beziehungsweise entlüftet. Ja, muss ich so lange warten und dann nehme ich den wieder mit nach Hause. Also, hab schon damit geliebäugelt, dass ich mal frühzeitig zu Hause wäre. Das wird nichts, es wird bestimmt wieder halb sieben, keine Ahnung, wie lange das normalerweise dauert. Ich bin auf dem Weg ins Pfaff-Gelände, muss eine Umleitung fahren, gucken, wie ich da später rausfahre. Habe ich die erste Einfahrt, wo ich direkt auf, also Richtung Pfaff käme, habe ich natürlich verpasst. Jetzt fahren wir einmal ums Karree. Einmal ums Karree. Ach nee. So mach ich was mit. Ich kann mir überlegen, ob ich nicht
ich glaube, ich fahre geradeaus über die Ampel und fahre dann da vorne links. Dann komme ich kerzengerade. Ja, kann man mal so machen, ne? Mit so einem Elektroroller hat man ja eine Mörder-Knautschzone. Wahrscheinlich zu oft gegen die Wand gefahren. Macht keinen Arm raus, nix. Sorry, wird gerade abgelenkt. Fahrzeuge. Hier in der Einfahrt steht der richtig blöd. Könnt ihr mal ein Stück vorfahren, bitte? Omloy. Fahre ich nicht vorwärts runter, bleibe ich jetzt mal stehen und guck mal. Ich fahre rückwärts runter. Komm, fahr vorbei. Sein. Ich gehe nicht davon aus, sie wird dreckig sein. Gucken, ob ich hier näher reinkomme. Wo ist denn die Raube? Stand doch hier. Augenblick. Ich
richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich hätte keine Fahrwärtsrunde fahren. Eine Vorwärtsrunde erfahren. Ja, egal. So, hinter mir steht die Raube. Werde ich jetzt auch zusammenbauen müssen, oder? Ja. Das Schild ist noch breit. Das machen wir noch schnell. Dann geht's ans Laden. Baggerschlüssel, genau. Thank you.
Viertel nach zwölf. Mainz leer gemacht, bin jetzt hier auf dem Weg zum Golfplatz. Dort werde ich den 330 laden. Stand jetzt nach Hause. Wenn ich geladen habe, werde ich auf alle Fälle nochmal anrufen. Vielleicht geht er weiter auf eine Baustelle. Augenblick. Ein LKW Richtung Golfplatz. Ruhig, Braune, ruhig, Braune, ruhig, Braune. Ach, heute ist so ein richtiges trübes Wetter. So genau wie das Wetter fühle ich mich auch lustlos. Gespannt. Ja, hat jetzt nicht ständig, aber es hat sehr oft geregnet in der letzten Zeit. Schaltet er aber nicht. Bleibt im 10. Gang wieder. Alter, könnte ich verrückt werden. Ob es da hinten halt, ob ich da fahren kann überhaupt. Weiß nicht, wo der Bagger steht. Weiß nicht, ob der Baggerfahrer da ist. Weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand da ist. Aber hier sind braune Spuren. Also ich gehe mal davon aus, hier wird gefahren heute. Achtung. Ja, Bagger steht ganz oben. Ja, hier wird gefahren heute. Gucken, wie ich das jetzt mache. Liebst würde ich mich ja hier auf eine weiterführende Feldwegstelle, ne? Wenn aber jemand kommt. Gefahren. Ich denke, ich werde hier fahren können.